Freunde der leichten Unterhaltung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein weiteres neues Objektiv bekommen. Also das Objektiv selbst ist gar nicht so neu, glaube ich. Aber für mich ist es sehr, sehr neu, auch was die Brennweite angeht. Tamron 20 bis 40 mm. Und ich habe erst gedacht so, Brennweite von 20 bis 40, also mit einem Brennweitenbereich von nur 20 mm, das ist aber ganz schön wenig, ne? Macht das überhaupt Sinn? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, Moment mal ganz kurz, das 16-35, das sieht ja nicht ganz anders aus. Also das ist ja im Grunde das gleiche in Grün. Aber egal. Was das Teil so kann, was ich davon halte, das sollte natürlich hier in diesem Video erfahren und das möchte ich hier gemeinsam mit euch teilen. Also los geht's! ~20 bis ~40 mm. Macht das überhaupt Sinn? Ich meine, das ist so ein Brennweitenbereich. Man könnte auch sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Aber ich in meinem Fall, ich kann hier ja nur von mir sprechen, ich muss ganz ehrlich sagen, doch, das macht Sinn. Denn ich habe, wie das der ein oder andere von euch vielleicht weiß, das 20 mm von Sony 1.8. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit mache ich so fürchterlich viel extrem gute Aufnahmen und so viele Aufträge, die ich damit durchführen kann. Ich habe zum Beispiel einige Immobilienmakler, die ich betreue. Und wenn die dann mal irgendwie tolle Fotos brauchen von Innenräumen, von ihren Objekten sozusagen, dann kann ich das mit 20 mm sehr, sehr gut machen. Jetzt wird der eine oder andere sagen so, ja Junge, da kannst du aber auch 16 oder 14 oder 12 mm nehmen, dann kriegst du noch mehr aufs Bild. Ja, das stimmt. Aber ich finde, alles, was weitwinkliger wird als 20 mm, sieht dann irgendwann auch echt gar nicht mehr so natürlich aus. Diese verformten Linien, diese stürzenden Linien, wisst ihr, was ich meine? Diese Perspektive ist einfach nicht mehr das Natürliche. Und wenn ich hinterher diese krummen Linien mit Lightroom wieder gerade ziehen möchte, dann wirkt das Bild, wie ich finde, alles andere als natürlich. Und ich finde, hier ist 20 mm genau die richtige Brennweite. Dann geht es noch bis 40 mm und auch das finde ich richtig gut, denn damit deckt mir dieses Objektiv sozusagen eine weitere meiner Lieblingsbrennweiten ab, nämlich 35 mm. Und das zum Beispiel ist eine Brennweite, die ich super für Street-Photography einsetzen kann, Porträts einsetzen kann. Einfach mal durch die Stadt tingeln und ein bisschen fotografieren, kann ich mit 35 mm, wie ich finde, richtig, richtig gut. Und ich habe ja sogar noch einen kleinen Vorteil, denn an meiner Alpha 7 IV kann ich ja mehr oder weniger per Knopfdruck mal eben schnell in den APS-C-Modus wechseln und dann hätte ich sogar aus den 40 mm 60 mm gemacht. Dann deckt es mir sozusagen auch noch 50 mm ab, was auf jeden Fall eine Porträtbrennweite ist. Also im Großen und Ganzen ist das eine ganz geile Linse für den Brennweitenbereich. Jetzt gibt es bestimmt ja den einen oder anderen, der sagt, ja Junge, wieso hast du denn eine Vollformatkamera und fotografierst dann im APS-C-Modus? Du verlierst doch Auflösung, macht doch gar keinen Sinn. Ab und zu ist es mal ganz schön, diese Möglichkeit zu haben. Punkt. Aber kommen wir jetzt einfach mal zu diesem Objektiv. Das Erste, was mir hier immer auffällt, es gibt übrigens eine Gegenlichtblende, die dabei liegt. Das Erste, was mir hier immer bei diesem Objektiv auffällt, gerade jetzt auch bei den Tamron-Objektiven, die ich jetzt in letzter Zeit ja getestet habe, das ist wirklich eine gute Verarbeitung. Also für einen Dritthersteller, wo ich immer irgendwie im Hinterkopf hatte, so, das sind so Objektive aus einem Kaugummiautomaten. Nee, überhaupt nicht. Das hier, das 20 bis 40, macht auch wieder einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben hier eine, finde ich, tolle Haptik. Das fühlt sich alles richtig, richtig gut an. An diesem Objektiv befindet sich ebenfalls wieder ein USB-C-Anschluss. Das ermöglicht mir sozusagen das, das nachträgliche Aufspielen einer Firmware-Software zum Beispiel. Oder aber ich kann dadurch mir den Fokusring belegen mit anderen Funktionen. Ich blende das mal eben kurz ein zwischendurch, was man hier dann damit machen kann. Wenn ich das Objektiv zum Beispiel über die Kamera oder aber auch dann direkt per USB-C an meinen Computer anschließe, dann kann ich durch den Start des Softwareprogramms hier einfach hier oben auf Start klicken zum Beispiel und dann den Fokusring ja sozusagen so einstellen, wie ich ihn gerne haben möchte. Entweder hier draufklicken oder aber dann hier unten auf diese Einstellungsbutton oder aber, das zeige ich mal eben hier, das kann man nämlich hier auch aktivieren sozusagen, die Ringrotation einstellen, Standard oder umgekehrt, oder aber die Fokusmethode, linear oder nicht linear. Und selbst bei dem Linearen kann ich mir dann noch den Winkel bzw. den Radius einstellen. Das finde ich schon richtig cool gemacht. Und wie ihr es vielleicht gerade schon gesehen habt, hier auf der linken Seite, man kann dann hierüber auch die Firmware-Version
aktualisieren. Der Fokusring hier im vorderen Bereich finde ich sehr griffig. Ein ganz kleines bisschen zu schmal, ist aber, glaube ich, auch schon wieder Jammern auf hohem Niveau. Für meinen Daumen etwas zu schmal. Ich bleibe so ein bisschen hängen hier an einem Gehäuse. Das ermöglicht mir manchmal nicht die reibungslose Nutzung dessen. Dafür ist aber der Zoom-Ring selbst in der schönen Breite und der lässt sich auch richtig gut bewegen. Der macht einen richtig guten Eindruck und fasst sich auch sehr, sehr gut an. Das ist auch ein bisschen tiefer geribbelt hier, glaube ich. Also man hat hier einen sehr, sehr guten Grip. Finde ich top. Leider vermisse ich auch an diesem Objektiv mal wieder schmerzlich einen AF-MF-Switch, also einen Schalter, der sozusagen per Schaltung mal eben schnell zwischen Autofokus und Manuellfokus wechselt. Was mir leider an diesem Objektiv auch fehlt, ist dann halt dieser kleine Button an der Seite, den ich mir programmieren kann. Das ist, keine Ahnung, Fokus-Halte-Button oder sowas in der Art. Also da habe ich mich so sehr dran gewöhnt, weil das alle die Sony-Objektive haben, die ich jetzt benutzt habe. Auch die neueren Tamron-Objektive haben das ja. Und auch eines der neueren Canon-Objektive, das 135, glaube ich, hat das. Ich mag das tatsächlich, dass ich diese Möglichkeit habe, am Objektiv nochmal einen separaten Knopf zu haben, den ich dann so einstellen kann, mit einer Funktion belegen kann, wie ich sie mir einstellen möchte und wie ich sie dann vielleicht im Alltag brauche. 365 Gramm laut Hersteller, 364 Gramm laut meiner wundervollen Waage. Ich denke mal, darüber braucht man nicht reden. Ist auf jeden Fall ein Fliegengewicht. Und übrigens, das habe ich ganz vergessen zu sagen, dieses Objektiv hat auch hier hinten mal wieder eine kleine Lippe. Spritzwasserdichtigkeit ist also auch gegeben, beziehungsweise es kommt hier auch kein Staub ins System. Da muss ich mal ganz kurz was sagen. Ich habe vor kurzem einen Kommentar bekommen, in dem dann geschrieben wurde, Markus, du erzählst immer, das ist spritzwasserdicht und das ist irgendwie staubdicht und so, das ist ja früher Quatsch. Ich hoffe, dass ihr das alles auch so versteht, wie ich das meine. So eine Gummilippe sorgt natürlich dafür, dass viel schlechter Staub oder aber Spritzwasser ins System eindringen kann. Diese Gummilippe bedeutet allerdings auch nicht, dass da gar kein Wasser eindringen kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich will es jetzt nur noch mal gerade stellen. Also, wenn ich sage, das ist hier spritzwasserdicht und staubdicht, dann ist das zu 99% der Fall. Es kann immer mal was passieren. Ne? Davon also nicht, dass ihr jetzt irgendwie hier was falsch versteht. Aber naja, es gibt scheinbar einige Leute, die hier jedes Wort auf die Goldwaage legen. 67 mm Filterdurchmesser, was ich extrem gut finde, weil alle meine Objektive tatsächlich, die ich im Alltag benutze, 67 mm Filterdurchmesser haben. Und dementsprechend brauche ich nicht für jedes Objektiv einen separaten Filter, sondern kann einfach meine Filter immer an jedes andere Objektiv dran schrauben. Finde ich top. 86,5 mm lang und damit ein, wie ich finde, wirklich kleines und kompaktes Objektiv. Es verschwindet fast komplett. Für euch sichtbar wahrscheinlich komplett hinter meiner Hand. Sehr, sehr kompakt, sehr, sehr leicht, fühlt sich an der Kamera selbst wirklich sehr, sehr gut an und ist eigentlich eine Linse, wenn man diesen weitwinkligen Brennweitenbereich haben möchte. Dies macht einen sauguten Job. Naheinstellgrenze ist natürlich auch nicht ganz unwichtig für den einen oder anderen. Hier haben wir je nach Brennweite 17 bis 29 cm. Worüber ich nicht jammere, sind 9 Blendenlamellen, die hier verbaut sind. Und die sorgen natürlich für ein schönes, rundes, weiches, cremiges, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Bouquet, beziehungsweise für eine schöne Hintergrundunschärfe. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Bildschärfe, Bildlook, Foto, Video, wie sieht das denn überhaupt alles aus? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gut. Ich blende hier mal ein paar Fotos ein. Also ich finde Bildschärfe, Bildlook, Farben etc., das sieht wirklich alles gut aus. Ich habe hier ein Foto gemacht von meiner Tastatur. Da kann man so ein bisschen den Verlauf der Schärfe sehen. Wenn ihr jetzt mal hier in die Mitte guckt auf diese G-Taste, dann sieht hier alles wirklich klasse aus. Zum Rand hin, also oben links, oben rechts zum Beispiel, dann sieht man hier, ja, okay, da fällt die Schärfe ab. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, okay, das kann ich jetzt hier überhaupt nicht benutzen, überhaupt nicht gebrauchen, das Bild ist matschig. Wie Sau. Nein, das geht. Es ist natürlich immer so eine Sache, was muss ich mit so einem Objektiv machen können? Was will ich damit erzielen? Wenn ich unbedingt irgendwas anderes abfotografieren möchte oder aber ich brauche einfach ein Objektiv, welches bis in die Ecken scharf ist, naja, dann ist das halt nicht das richtige Objektiv für euch. Das muss man sich mal auch ganz ehrlich oben auf die Stirn schreiben. Dann geht das halt nicht. Aber ich finde im Alltag, und das ist ja zu, ich sag mal, 90% für jeden von uns da draußen der eigentlich wichtigere Punkt, ist das Ding hier ausreichend scharf.
Es hat eine tolle Farbwiedergabe, eine tolle Bildwiedergabe. Das sieht alles, wie ich finde, sehr, sehr gut aus. Bildschärfe, hier nochmal ein Foto von meinem Stativ. Also jetzt mal nicht so ungut. Achtet mal hier auf diese Schraube, die da ist. Das ist doch scharf. Also klar, es gibt schärfere Objektive, aber das ist doch scharf, liebe Leute. Was habt ihr denn für ein Problem? Wahrscheinlich habt ihr gar kein Problem. Aber tendenziell, ich finde, das ist wirklich gut. Das macht hier einen guten Job. Dieses Objektiv hat ähnlich wie auch viele andere Tamron-Objektive, die ich jetzt hier schon vorstellen durfte, ein VXD-Autofokus-System. Übersetzt ist das im Grunde das neueste Fokussystem von Tamron, was dafür sorgt, dass der Fokus schnell ist, treffsicher ist, leise ist und diverse andere Sachen auch noch kann. Die AF-Geschwindigkeit, wie man hier unschwer erkennen kann, ist ja gar nicht mal so verkehrt. Auch die Treffsicherheit ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn ich mich jetzt hier wieder zum Hampelmann mache, dann seht ihr doch, das Fokusfeld bleibt hier auf meinem Auge hängen. Das geht mit, das kommt, das folgt mir. Das ist doch alles wirklich in Ordnung. Sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt allerdings auch einige Situationen, in denen es dann nicht ganz so gut aussieht. Ich bin zum Beispiel einfach mal an der Kamera vorbeigelaufen, das blende ich euch mal jetzt ein, und hier kann man relativ schnell erkennen, dass bei einem bewegten Motiv, was ich ja dann jetzt nun mal bin, der Autofokus nicht immer so hundertprozentig sitzt, beziehungsweise mich vielleicht auch gar nicht findet teilweise. Focus Breathing, auch so ein Thema, eigentlich möchte ich darüber gar nicht sprechen. Dieses Objektiv hat Focus Breathing und man kann es natürlich auch nicht mit der Sony Alpha 7 IV korrigieren. Was ich eigentlich viel schlimmer finde als dieses eigentliche Focus Breathing ist, das ist mir hier aufgefallen, dieses Fokussieren von nah zu fern, das zuckt manchmal. Erkennt ihr das hier in meinem kleinen Clip? Also irgendwie, das finde ich komisch. Dieser Effekt ist mir so in meinem bisherigen Leben noch nie aufgefallen bei anderen Objektiven. Im Fotobereich habe ich die wenigsten Probleme, was Focus Breathing angeht, nämlich im Grunde eigentlich gar keine. Da geht es ja immer nur um ein einziges Bild. Da fällt mir dieses Breathing gar nicht auf. Was mir aber auffällt, beziehungsweise auf dem Foto selbst ja auch nicht, aber bei dem Arbeiten mit dem Objektiv im Fotobereich, der AF pumpt manchmal. Also je nachdem, was dann gerade so im Bild ist und wie er dann gerade so seinen Fokus zieht, kann das schon so ein bisschen dazu führen, dass der AF manchmal pumpt. Ich habe natürlich einige Fotos gemacht, wie ich sie hier ja schon eingeblendet habe, und währenddessen hatte ich eigentlich fast gar keine Probleme. Ich glaube, ein oder zweimal hatte ich die Situation, dass der Fokus ein ganz kleines bisschen gepumpt hat, bevor ich dann allerdings überhaupt gemerkt habe, dass der Fokus nicht greift, also hätte anfangen wollen zu pumpen, hat er dann gegriffen und gesessen. Und also bei einigen Situationen, bei Hochzeiten zum Beispiel, da muss man manchmal so wirklich Bruchteil von einer Sekunde reagieren und da muss natürlich das Fokussystem auch funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann hier bei diesen Situationen vielleicht mal dazu kommen könnte, dass man dann ein kleines Problem bekommt. Ist aber auch in den wenigsten Fällen so. Von daher, auch da muss ich sagen, ist im Grunde nicht wirklich ein Problem. Sonnensterne habe ich aufgrund des wundervollen Wetters, vielleicht hört man es auch nebenbei, ich habe zwar die Fenster hier zu, aber ab und zu drückt der Wind hier ganz schön gegen die Fenster. Es ist sauwindig draußen, es regnet den ganzen Tag, deswegen musste ich auch leider hier die Bilder bei mir zu Hause machen, vor die Tür, das war nicht wirklich möglich. Sonnensterne konnte ich dementsprechend auch nicht einfangen, ich habe das hier künstlich produziert, provoziert mit meinem Smartphone, finde ich aber, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Lensflares, ebenfalls künstlich provoziert mit meinem Smartphone, sieht ebenfalls nicht schlecht aus, wie ich finde. Ich persönlich bin ja ein Freund von Lensflares, aber da macht jedes Objektiv tatsächlich auch einen anderen Job. Bei den einen wirkt es total matschig und vielleicht viel zu groß. Bei den anderen gibt es dann noch irgendwelche farbigen Säume in den Bildern, die alles zerstören. Hier allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, je nach Lichteinfall natürlich klar, das kann man hier gut machen. Das sieht ganz gut aus. Kann man also schön als künstlerisches i-Tüpfelchen, sage ich mal, mit einbauen. Abbildungsfehler hat dieses Objektiv und nicht nur dieses, sondern eigentlich fast alle auch. Abbildungsfehler sind chromatische Aberrationen, Verzeichnungen und Vignettierung. Gerade die beiden letzten Punkte, also chromatische Aberrationen, habe ich nicht wirklich gesehen, weil, wie gesagt, ich konnte nicht wirklich nach draußen gehen und ich habe es jetzt hier in meiner Wohnung nicht provozieren wollen. Gibt es, aber lässt sich dann auch bestimmt zu 99% per Knopfdruck eliminieren. Vignettierung und Verzeichnung gibt es auch. Ich habe dazu auch einige Fotos gemacht, zeige ich euch mal. Ich habe hier meinen bescheuerten Teppich einfach abfotografiert, da kann man es aber am besten erkennen. Hier sieht man das eigentlich relativ deutlich, dass der Rand hier auf jeden Fall sehr dunkel ist. Gehe ich jetzt, das kann man innerhalb der Kamera machen, in den Bereich rein und sage, ich möchte das gerne korrigiert haben, dann sieht das Bild hinterher so aus und hier erkenne ich jetzt auf jeden Fall, jo, das sieht doch alles viel besser aus. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt der Rand, der vorher sehr viel dunkler war, jetzt sogar ein ganz kleines bisschen heller ist. Naja, wie auch immer, es sind alles Dinge, die sich korrigieren lassen, entweder über die Kamera oder dann im Nachgang über Lightroom. Also im Grunde alles Dinge, worüber man eigentlich
nicht sprechen müsste. Worüber man aber sprechen muss, und das ist Fakt, ist der Preis. Dieses Objektiv kostet, ich habe es mir aufgeschrieben, 950 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für die Preis-Leistung mit einer 2,8er Blende, für den Brennweitenbereich, Fokus und so weiter und so fort, es ist nicht perfekt bis ins kleinste i-Tüpfelchen. Aber dann ist so ein Objektiv auch teurer, ganz ehrlich. Aber im Grunde ist es ein sehr, sehr gutes Objektiv. Und ein Objektiv, welches mir in meiner kurzen Zeit, wo ich es jetzt hatte, echt Spaß gemacht hat, damit zu fotografieren und damit zu arbeiten. Vor allem, weil ich halt, wenn ich Bereiche habe, die ich einfach in der Nähe fotografieren möchte oder aber weitwinklig sein möchte, ich hier immer noch den Charakter habe, dass ich ein bisschen zoomen kann, dass ich die Möglichkeiten habe, das Ganze so ein bisschen einzustellen, ohne mich selbst irgendwie umplatzieren zu müssen. Das macht vieles schon sehr einfach. Ich habe übrigens, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dieses Objektiv gesehen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo, ich glaube, das war Fotoleistenschneider, aktuell 799 Euro. Für den Preis müsste man es sich eigentlich in die Tasche packen. Also vorher bezahlen natürlich, ne? Ist klar. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal an Tamron für die Leihgabe dieses Objektives. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich bin begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass Tamron doch so gute Objektive baut. Und meine Aussage, die ich schon mal irgendwann getroffen habe, ich dachte immer, Sony, an einer Sony-Kamera gehört ein Sony-Objektiv. Nee, ganz ehrlich nicht. Den Gedanken kann man sich hier oben streichen. Das muss nicht sein. Es geht auch ein Dritthersteller und das ja sogar sehr, sehr gut. Übrigens, liebe Grüße an Sigma. Ich wäre da interessiert. Falls ihr Bock habt, ruft mich doch mal an oder schreibt mir eine E-Mail oder sowas. Wer Bock hat, diesen Kanal zu abonnieren, der sollte das tun. Wer Bock hat, mir zu folgen bei Instagram oder Facebook oder wie auch immer, der sollte das auch tun. Und für alle anderen, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder, ne? Donnerstag, 16 Uhr, hier auf diesem Kanal. Dann geht's weiter mit irgendeinem interessanten anderen Objektiv bestimmt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.